Hallo zu Folge 9 Let's Play Train Fever. Wir fangen neu an. Wir sind unseren Hauptbahnhof. Ich habe schon mal ein bisschen vorgebaut. Das wollte ich ursprünglich nicht machen. Ich hatte auch vorgestern angefangen, die Folge aufzuzeichnen, habe aber dann mittendrin abgebrochen, weil ich mich einfach nicht wirklich fit gefühlt habe. Ich habe dann ein bisschen was gebaut, den Kran, den ich vorher schon mal angesprochen hatte mit euch. Und auch hier noch ein paar Gleise zu dem Bahnhof gelegt. Beziehungsweise hier eine neue Brücke noch errichtet für die Güterlinie nachher. Unsere Linien hatten wir ja alle soweit fertig gezogen. Schauen uns das nochmal kurz an. Was wir da bis jetzt hatten, also die Hauptpassagierlinien, sind alle fertig. Und ja, der Bahnhofsbereich, wie gesagt, da ist noch einiges zu tun. Ich habe nur erst mal ein bisschen angefangen, um mir so ein grobes Bild zu machen. Was möchte ich hier hinstellen, abstellen? Wo soll was hinkommen? Bin ganz zufrieden bisher. Genau, jetzt sehe ich es gerade. Ich hatte mir vielleicht überlegt, ob wir an dieser Stelle hier noch so einen kleinen Bahnhof mit einem Gleis hinsetzen, so einen Haltepunkt, und dann von diesem Gleis praktisch unsere Sonderlinie abfahren lassen, dass die gar nichts mit unserem Hauptbahnhof zu tun hat. Das ist dann praktisch so, man könnte sagen, der alte Bahnhof, das alte Gleis oder der Überbleibsel aus vergangenen Tagen. Wobei, wir sind ja noch im Jahr 1855. Also sind wir noch in der alten Zeit, nur das war noch so ein Gedanke von mir. Was möchte ich heute tun? Ich möchte einfach noch ein bisschen an der Optik des Bahnhofs bauen, wobei eigentlich würde ich lieber anfangen, die Güterlinie zu bauen, also die dann hier durchführt. Ich habe ja gern viel Verkehr im Bahnhofsbereich. Und deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es eine reine Optiklinie wird. Also die wird schon Güter herbringen, ganz klar. Wir werden sie praktisch hier hinten. Lasst uns mal schauen. Wir werden sie praktisch irgendwo hier hinten auf unserer Hauptstrecke, auf unserer Hauptgüterstrecke langfahren lassen. Also hier durch den Bahnhof eventuell oder ja, vielleicht schließen wir es auch hier irgendwo an. Also die wird dann schon Güter in die Stadt bringen. Allerdings wird die Linie auch mehrfach durch den Bahnhof fahren. Man könnte jetzt sagen, man baut hier eine Linie und hier eine Linie, und also eine Linie, die von hier kommt und eine, die von da eventuell hier lang geht. Aber ich möchte es eigentlich so halten, dass ich mir eine Linie baue, die dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Gleise im Bahnhof bedient, inklusive der beiden Durchfahrtsgleise, die wir hier haben. Hört sich erstmal crazy an, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und ich denke, das wird dann auch richtig gut. Vor allen Dingen ist es Performance schon, denn die Linienbrechnung bzw. das Kreuzen der Linien, das habe ich festgestellt, geht halt auch unheimlich auf die Performance. Wenn ich jetzt also nur eine Linie nehme, denn ich glaube, meine Performance gerade mit den 700 Zügen, da handelt es sich ja auch nur um eine einzige Linie, wo die 700 Züge rauffahren. Deswegen war das auch so möglich. Ja, deswegen, ich denke, das ist so ein Performance-Thema und würde deswegen hier diese eine Linie vorziehen, die einfach dann wirklich überall lang geht. Es wird sehr tricky, die zu legen. Aber ich denke, das sollte irgendwo machbar sein. Vor allen Dingen ist es eine Herausforderung. Ich freue mich dann immer, wenn ich es am Ende fertig habe. Und da ich eben hier, wie gesagt, fünfmal durch den Bahnhof möchte, beziehungsweise noch zweimal hier über die Durchfahrtsgleise, und eventuell auch dann nochmal hier drüben lang, mal schauen, wo wir hier lang kommen, ist es so, dass ich hier dann auch unheimlich viele Züge auf diese Linie bringen kann, die dann alle auf einer Linie fahren, sich aber trotzdem gegenläufig begegnen. Also das wird eine ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, das ist halt möglich, weil ich im No-Cost-Mode spiele.
Wobei ich denke, nachher werden meine Linien so rentabel sein, dass ich auch 30 Güterzüge rentieren. Wovon ja nur alle 2 Jahre der ein oder andere Zug Gewinn einfährt. Ganz einfach, weil die Runde so groß ist. Und nur auf den letzten Metern, sprich wenn sie praktisch dann hier durch den Bahnhof fahren, Güter mitgenommen werden und hier abgeladen werden. Von daher wird diese Linie nicht rentabel sein, aber es wird einfach schön aussehen. Und darum geht es mir hier. Denn Geld braucht man nicht wirklich. Und ja, schauen wir einfach mal, wie wir das machen. Ich würde einfach mal anfangen. Neue Linie. Ich hätte gern die Farbe Blau und wir nennen diese Linie gleich mal die große Güterlinie. Das ist jetzt nicht unbedingt kreativ, aber zweckmäßig. So. Und dann schauen wir mal, wie weit wir halt kommen. 1, 2. Genau, also wir starten hier auf dem ersten Gleis. Jetzt werden wir natürlich schon mal richtig was an Wegpunkten verballern. Also das werden wohl wahrscheinlich 100, 200, 300 Stationen in der Linie werden. Hört sich viel an, aber ich mache das glaube ich nicht zum ersten Mal. Deswegen bin ich mir sicher, dass das letztendlich auch mit vielen Problemen behaftet sein wird, aber funktionieren wird. Also von daher. Ich freue mich dann auch schon wirklich drauf, wenn hier wirklich alle Gleise belegt sind. Vielleicht lassen wir auch eins frei und stellen da einfach noch einen Zug hin. Mal schauen, wie wir zurande kommen. Wie gesagt, es wird eine Aufgabe. Ich bin gespannt, ob ich das halt schaffe. Ich denke ja nicht, weil wir müssen ja dafür auch richtig was an Gleisen verlegen. Jetzt schauen wir mal, wir kommen hier raus, gehen hier drauf. Dann würde ich, glaube ich, schon hier rüber gehen. Einfach damit wir schönen Kreuzungsverkehr haben, genau. So. Dann brauchen wir natürlich Güterbahnhöfe, ganz klar. Wir wollen ja was transportieren. Hier haben wir schon eine Linie. Das heißt, wir setzen den Güterbahnhof entweder tiefer oder höher. Ich würde aber in dem Fall tiefer gehen. Das langt schon. Können wir hier die Verbindung wiederherstellen? Ne, das können wir natürlich nicht. Warum können wir das nicht? Weil wir da hier an so einen Bahnhof hinsetzen. Ein Güterbahnhof, 2 Gleise, 320 Meter lang. Wie gesagt, auch hier steht erstmal für mich jetzt im Vordergrund, die Linie fertig zu bekommen. Deko-Elemente, einige habe ich ja schon erwähnt, werden erst 1950 freigeschaltet. So, und schon wird's spannend. Wir gehen hier drauf. So, wir wollen da runter. Das geht natürlich so nicht, ganz klar. Dann machen wir es halt hier vorne. So.
Ach. Kollision bei der Dranangleichung. Haben wir da noch ein Stück Schiene vergessen oder was ist los? Warum kriegen wir das hier nicht angebaut? Geht doch. Sehr schön. So, damit haben wir dann unsere Station 1 mal fertig. Ich werde dann jetzt gleich versuchen, jeden Bahnhof zu elektrifizieren. Wir nehmen diesen Wegpunkt und sagen, ups, das war so nicht geplant, erst noch bitte hier rein. Die Frage ist, jetzt sind wir noch tief genug. Ah, ihr seht schon, das war jetzt nicht so toll. Weil ich möchte ja darüber. Also hoch wollen wir dann doch nicht. Aber scheinbar müssen wir hier hoch. Mal sich irgendwie ja um ein Gebirge handelt. Nö. Dann wird das eben noch nicht unser nächster Stopp, sondern wir stoppen dann eben erstmal hier hinten. Wie gesagt, die Linie kann ruhig ein Stück länger sein, das stört uns in dem Fall nicht. Je länger sie ist, desto mehr Züge bringen wir am Ende drauf. Nee, wir sind zu hoch. Können wir so nicht machen. Ich hoffe einfach mal. Oh, ich merke schon wieder, ich werde müde. Ich hoffe einfach mal, ich halte heute lange noch durch, dass wir die Folge hier fertig kriegen, beziehungsweise ich dann nicht später wieder ohne Ton weiterfilmen. Aber manchmal muss man eben auch dem Körper mal nachgeben und dann ein bisschen kürzer treten.
Von daher, ich gebe mir Mühe, aber ich möchte nichts garantieren. Also wenn ich nachher zu müde werde, dann seht es mir nach, dann mache ich spätestens am Wochenende weiter und ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier rausgekommen und wollen jetzt hier hin. Da ist natürlich die Frage, wie kommen wir da drüber? Fällt mir gerade nicht so. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen höher kommen. So, mal schauen, wie wir dann hier rüberkommen. Ob wir das irgendwie gerade hinbekommen. Ich möchte nicht so schräg sein, ihr wisst das. Mal schauen. Schön, das passt heute auch. Ich denke dann in Folge 10, also morgen, werde ich dann auch den ersten Zug außerhalb unserer bestehenden Güterlinie aufs Gleis bringen. Es wird wahrscheinlich eine Regionalbahn sein. Ich werde nachher mal schauen, dass ich euch die Linie noch sage. Und so, jetzt ist die Frage, machen wir es so, lassen wir es offen. Man könnte die Stadt Brücken drüber bauen, aber ich meine, der Tunnel ist jetzt nicht so lang. Wir können auch einen Tunnel bauen am Ende. Ja, wir bauen mal einen Tunnel. Einfach, falls die Stadt sich da ausbreitet. So, jetzt müssen wir eigentlich schon die dritte Station anschließen können. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, es geht. Und ich hatte gesagt, ich möchte jetzt gleich alles elektrifizieren und mit schnellen Gleisen ausstatten. So, jetzt mal schauen, wie wir da rüberkommen an unserer Raffinerie. Natürlich wahrscheinlich mit einem Tunnel. Wie gesagt, das ist mir bei dieser Strecke relativ egal mit den Tunneln, weil sie ja eigentlich fünfmal mehr oder weniger gebaut wird und somit haben wir so viel Möglichkeit, die Züge noch oberirdisch fahren zu sehen, dass jetzt hier der ein oder andere Tunnel überhaupt keine Probleme darstellen. Wir haben hier Probleme. Warum haben wir Probleme? Wir sind hier unter der Stadt und ich würde gerne hier hoch. Geht das denn irgendwie? Kommen wir da irgendwo? Also ich würde hier rauskommen. Ist dann schon ein recht langer Tunnel, aber das ist, ich sag's ja mal wieder, es ist ein sehr guter Abstandshalter. Also ihr habt dann später definitiv weniger Probleme
mit dem Abstand zwischen den Zügen, wenn ihr diese Tunnel baut. Weil ihr könnt ja maximal ein Signal vor dem Tunnel und eins danach stellen und somit habt ihr einen garantierten Abstand der Tunnellänge zwischen den Zügen. Und das ist gerade im Bahnhofsbereich, wenn sich viele Züge kreuzen, manchmal sehr vorteilhaft, einfach weil dann keine unendlich langen Staus entstehen, die nicht A nicht schön aussehen und B, für die, die es ja immer gerne wieder realistisch mögen, auch nicht wirklich realistisch sind. Also die Deutsche Bahn wird sich hüten. Übelst lange Staus in ihren Bahnhöfen zu provozieren bzw. zuzulassen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich denke mir, dass ich damit wohl recht habe. Wissen tue ich es nicht, aber es würde halt wirtschaftlich anders keinen Sinn machen. So, wie gesagt, das ist schon ein recht langer Tunnel. Puh, puh, puh. Ist wirklich lang, aber gut. So, und jetzt muss ich natürlich die Linie wieder zurückführen, um das halbwegs optisch angenehm zu gestalten. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Gut, okay, das sehe ich ein. Vorhin sind wir da nach unten gegangen, jetzt gehen wir halt noch ein Stückchen nach oben, verlängern praktisch die vorhin nach unten gezogene Straße. Einfach damit wir jetzt in der Gegenrichtung die Option haben, über eine Brücke hier lang zu fahren. Das ist die Frage, reichen wir? Ich glaube, wir reichen nicht. Das heißt, wir passen den Bahnhof einfach noch mal an. Dass das, wie gesagt, also ich würde mich auch noch nicht festlegen, dass das dann wirklich alles so bleibt. Ich muss einfach mal schauen, wie mir das dann letzten Endes gefällt. Oh, wir haben keine Kollision, das gefällt mir sehr gut. Hier haben wir die Kollision, okay. Okay. So. Frage ist, kommen wir vielleicht da oben drüber? Wir haben jetzt nur ein Gleis. Das heißt, es dürfte gar nicht so problematisch sein, wenn vielleicht hier lang gehen, hochwärts. Sehr schön. Sehr schön.
Das sieht irgendwie blöd aus. Das gefällt mir nicht. Obwohl, das ist ja ein Stück, okay. Ihr seht schon, das ist boah, ganz schön viel, was jetzt hier noch so im Umland stattfindet. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Die nächste Haltestelle ist dann hier. Na, macht er das? Das macht er nicht. Warum macht er das nicht? Jetzt löschen wir das nochmal. 7 ist Perk West. Ja genau, wir gehen jetzt hier lang. Ich weiß, was sein Problem ist. Er sagt sich, ich komme nicht mehr zurück. Gibt mir deswegen nicht die Verbindung, deswegen machen wir das jetzt mal so. Und jetzt sollte er mir auch diesen Ort hier anzeigen. What? Why not? What is the problem? Ha, ja gut, okay. Dann kommen wir nochmal hier vorbei. Ja, passen die ganze Strecke nachher natürlich noch an, wobei das mache ich eigentlich gleich. Ich möchte hier reinkommen und weiß jetzt gar nicht, warum er sich da so verfährt. Ich habe hier die 7. Perk West. Dann habe ich die 8. So, Pier Quest und dann natürlich nochmal auf der Rückfahrt, dass man auch wirklich auf das Gleis kommen. Ich meine, kann das nicht, kann es kein anderes Gleis sein, aber später nachher vielleicht schon. So, jetzt haben wir die 12 hier. Da muss ich selber nochmal schauen. 6, das heißt, wir haben dann hier die 13. Haben dann hier, ihr seht schon, die Linienführung ist jetzt, ja, wie gesagt, es soll in dem Fall einfach nur schön aussehen. Also ich möchte einen wirklich schönen Güterverkehr haben, möchte, dass der überall rumfährt und rumkreuzt und dass hier eben alles voll ist. So, und jetzt möchte ich natürlich auch schon hier in den Bahnhof einfahren, ganz klar. Das heißt also, wir bauen natürlich jetzt hier erstmal die erste Weiche. Und sagen, du fährst uns jetzt mal auf dieses Gleis und dann in diesem Bahnhof. So, ich mache eine kurze Pause, bin gleich wieder für euch da. So, die Pause ist vorbei, wo kommen wir rein? Ah ja, genau, wir kommen jetzt von dem Bahngleis, von dem Gleis. Machen es gleich ein bisschen spannender. Und zwar, indem wir hier lang fahren, hier rüber fahren. Wo kommen wir denn hin? Wir könnten theoretisch auf dieses Gleis hier fahren. Und halten dann hier. Ganz klar, jetzt sagt er uns, okay, ich finde keinen Rückweg mehr. Und jetzt geht erstmal ein bisschen die Kopfarbeit los. Wir sind auf dem Gleis, fahren hier raus. Merken uns mal die 19, fahren hier lang. Dann würde ich gerne... auf dieses Gleis hier fahren.
sind wir praktisch auf unserer Brücke. Ja, die fahren wir hier lang. Radikal vorgehen. Ach, Mann. So, jetzt versuchen wir mal was. Und zwar möchte ich hier jetzt mal die Arch Bridge bauen. Dafür müssen wir natürlich allerdings total gerade sein. Und ich denke, hier an dem Wald so über das Städtchen passt sie vielleicht ganz schön. Mal schauen. 3, 4. So. Hier sind wir ordentlich drauf. Und ihr seht, ich habe gerade gebaut. Wir sind hier praktisch im Gleisbett, wo wir hin wollten. Und hier vorne auch. Das gelingt selbst mir. Nur recht selten. Meistens muss ich 5, 6, 7 mal die Brücke anpassen. Aber doch, ich finde doch, das. Ja, das passt ja so. Doch. Also hier natürlich nicht mehr, aber an der Stelle finde ich die Brücke gar nicht schlecht. Hier ist dann auch schon unser nächster Halt, der Kohlenbahnhof. Er weiß noch nichts davon. Ist gerade beschlossen worden. So, ich denke mal, wir müssen ein bisschen tiefer hier so. Und setzen dann unseren Bahnhof hierher. Natürlich wieder zweigleisig. Hier stört wohl irgendwo was. Was stört? Die Straße stört. Warum stört die Straße? Weil der Bahnhof sich ausbreitet und somit den Straßenkopf breiter macht und die Straße aber keine Geländeveränderung vornehmen kann. Deswegen Straße kurz weggemacht, Bahnhof gesetzt und ihr könnt die Straße wieder anschließen. Ups, so nicht, sondern so. Und dann funktioniert das auch. Nicht, dass ihr euch zu lange daran aufhaltet. So. Steigung zu groß. Ich habe es fast vermutet, dann müssen wir halt noch ein Stück tiefer. Dann gehen wir halt hierher. So, wir machen mal den Rand noch recht ordentlich. Wird dann ein bisschen tiefer. So. Habe ich ja wieder gewütet hier. Uiuiui. Nein, na, das ist dann eben auch so ein schöner Nebeneffekt, den ich überhaupt nicht mag. Dann halt auf die harte Tour. Seht ihr den Blödsinn hier? Ich muss da echt aufpassen. Ich hatte es schon mal, da ist mir das wirklich ins Unermessliche gewachsen. Und wenn ich sage ins Unermessliche, dann konnte ich nicht so hoch schauen, wie das war. Das war auf einmal, ja, das war höher, als ich, wenn ich komplett rauszoome. Also völlig gaga eigentlich. Und jetzt habe ich natürlich hier wieder meine Steilwand, die ich hier hinten am Bahnhofsende eigentlich immer gar nicht mag. Aber hier haben wir Glück, wir sind nicht ganz nah mit dem Bahnhof an der Wand. Von daher können wir hier noch ein bisschen absenken. Und dem Ganzen so noch ein bisschen, naja. Ach, was haben wir denn da jetzt? Ach so, ausgleichen wollte ich doch nicht absenken. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es langt.
bei diesem Bahnhof. Oh. Sehr schön. Gefällt mir gut. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir jetzt gerade sind. Beziehungsweise wo wir jetzt hinfahren. So, hier setzen wir dann wieder einen Einzelbahnhof hin. Dafür gehen wir ein Stück tiefer. Warum gehen wir tiefer? Weil wir hier drüben... Wobei, wenn wir höher gehen, wir gehen einfach mal höher. Setzen jetzt hier das eingleisige Teil an. Weil hier, das ist ja relativ egal. Mal schauen, ob wir da nicht so tief gehen würden. Hier hinten an die Holzfabrik möchte ich gern. Allerdings auch so, dass die Stadt nicht unbedingt was davon hat. Weil die kriegt ja durch die Hauptlinie ihre Güter. Alles andere würde dann... Jetzt muss ich mal schauen. Ne, das geht nicht. Ach, wie mache ich es denn? 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 So. Also ich freue mich dann auch schon, wenn dann morgen der erste Zug am Fahren ist. So. Und mit dem müssen wir dann natürlich da drüben dran. Was natürlich damit beginnt, dass wir hier in den Tunnel reingehen. Nee. So. Weil wir hier schon runtergehen, haben wir uns eigentlich schon ein paar Meter Strecke selbst genommen. Wir müssen natürlich hochgehen, ganz klar. Der Tunnel, oh, wie sieht denn der jetzt hier aus? Passt das noch? Sieht der Beton okay aus? Ich meine, hier wird keiner hingucken. Ich denke nicht, dass ich an der Stelle jetzt unbedingt das Video aufnehme, aber...
Wo kommen wir denn raus? Wir kommen hier ungefähr raus. Das heißt, wir gehen von hier aus nach da drüben. Und wo war jetzt und so? So. Jetzt schauen wir einfach mal, ob die Strecke sich wiederfindet. Ja, was ist hier? Hier ist noch nichts. Okay. So, ich sag ständig so, entschuldigt bitte. Jetzt kommen wir, wo sind wir denn rausgekommen? Hier sind wir rausgekommen. Jetzt würden wir praktisch hier reinkommen. Haben wir eine Option zu wechseln? Ne, haben wir nicht, aber die hätte ich gern. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die irgendwie hier... Ah, wir kriegen sie hin sogar mit 54 km/h. Ach, schön. Schön macht das. Also, wir haben jetzt diesen Punkt. Haben wir den jetzt schon? Wegpunkt 26, ja, der ist drin. Wir haben diesen Punkt. Nee, das möchte ich noch nicht. Also 27 löschen wir, weil wir wollen ja weiterbauen. Das heißt also, wir ärgern das Spiel jetzt und sagen, du gehst jetzt als nächsten Haltepunkt hier hinein. Und dann nehmen wir dich als nächsten Bahnhof. Das müsste das Gleis jetzt sein, genau. Und dann würde ich mit dem Zug einfach gerne hier lang fahren.
40 Minuten gleich voll. Ganz so lang, glaube ich, mache ich heute nicht. Wobei, ich möchte schon ein bisschen weiterbauen, aber ich werde das kommentieren müde. Ein Co-Kommentator wäre hier super. Haben wir aber gerade nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich einer findet. ja. So, wir fahren hier hin und einfach mal, um zu schauen, ob unsere Linie noch existent ist. Mache ich hier eine Kreuzung rein. Denn normalerweise müsste jetzt die Linie angezeigt werden. Schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an, die 26, wir kommen hier rein. Wir kommen hier rein, sind auf dem Gleis, fahren auf diesem Gleis, fahren auf das Gleis. Wobei ich hier wahrscheinlich noch die 27, da müsste ich eigentlich noch eins davor setzen. Und zwar die 27. Dann halt diesen Wegpunkt, dann haben wir den, dann haben wir hier als Bahnhof die 29, Kleinkeuler West. Wir fahren die 29 auf diesem Gleis ein. Das müsste die 30 sein, das passt auch. 30, wir fahren hier rein, fahren hier rüber, fahren hier raus. Gut, wir kommen aber nicht auf das Gleis und deswegen zeigt er uns das nicht an. Okay, ist in Ordnung. Wir sind noch auf Kurs. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Kleinkeuler Haltepunkt, davor setzen wir natürlich noch hier diesen Maker. Ein wenig Strom, ein wenig neues Gleis und fertig ist der Bahnhof. Wir gehen hier dran, wir gehen hier dran und hier hinten trenne ich sie. Und zwar wird das alleine hier rumgeführt. Genau. So. Wie hoch sind wir denn? Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier gerade bauen würden? Würden wir denn hier drüber kommen? Das ist ja immer die Frage. Wie hoch sind wir? Schauen wir mal, ob sich das ausgehen würde. Ja, das würde es. Natürlich wollen wir nicht dahin. Wir wollen dann eher da lang. Zu kommen. Und wenn natürlich jetzt das Gegengleis auch noch so wunderbar sich bauen lässt, dann wäre das perfekt. Aber ich denke, komm, es war ja fast wieder klar, ne? Wobei mir gefällt auch hier dieser Bogen nicht. Der Bogen ist okay, aber ich hätte ihn gerne aufgefüllt. Also so, und dann machen wir das so. Hey, warum geht das jetzt wieder nicht? Mann, oh Meter. Ach, okay. Wir wenden mal Trick
Zeig 47 an. Könnt ihr noch jede andere beliebige Nummer geben, das überlasse ich euch. Und zwar Trick 47 wird uns jetzt helfen, dass wir unsere Brücke hier bauen können. Ach, das nervt. Dann nehmen wir lieber nur Trick 21. Er ist fast so gut wie 47. Nein, wir nehmen jetzt nur 3 Gleise, um hier drüber zu kommen. Es sollte sich eigentlich... Was ist denn hier los? Warum haben wir hier die Kollision? Jetzt eier ich hier schon ganz schön rum. Das nervt mich gerade ein wenig, aber es ist alles noch in Ordnung. Wir werden dieses Problem lösen. Wo kollidieren wir denn hier, bitteschön? So. Weil mir das... Das gefällt mir nicht. 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 So, dann gehen wir halt noch ein Stück höher. Und wenn wir Glück haben. Nein! Herr Trigger hat natürlich hier nicht funktioniert. Das Problem ist einfach, wir sind mit dem Gleis zu weit rausgekommen. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier drüber. Das muss ich jetzt auch irgendwie arrangieren, dass wir hier, wo wir die 3 Gleise haben, irgendwie hinüberkommen. Das sah schon ganz gut aus. Dann war wieder nichts. Komm, komm. So. Rückenpfeiler Kollision. Ich ahne es schon. Es wird dieser hier sein. Wir gucken mal. Nee, es passt. Sehr schön. Sehr schön, das freut mich. Dann geht es nämlich weiter. Denn eigentlich bin ich ja auch schon ganz heiß, hier meine Züge fahren zu lassen. Normalerweise baue ich ja dann immer so 15 Stunden, 10, 15 Stunden am Stück, wenn ich alles andere erledigt habe und wirklich Zeit habe. Und das ist auch für mich hier ganz neu, dass ich da halt wirklich tagelang pausiere und dann ein Spiel einsteige, wo ich erstmal überlegen muss, was hatte ich eigentlich gemacht, was möchte ich noch machen. So, hier auch gleich wieder die Stromgeschichte. So, dann haben wir hier was, dann...
Nee, dann machen wir es halt doch wieder so rum, dass wir hier den Bahnhof für die zwei Einzelgleise wieder bauen. Ich wollte ja normalerweise hier hinten anschließen. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt hier hinten rausgehe, dann wird es definitiv passieren, dass die Stadt dann hinten rausbaut und sich sagt, gut, hier hinten werden eventuell Güter angeliefert. Ich hätte dann doch dann da hinten gerne meinen Anschluss. Und um den entgegenzuwirken, so, wir haben recht schöne Abstandshalter, also müssen wir echt mal schauen, dass wir hier vielleicht die Anzahl an Ziegen aufs Gleis bringen, die wir an Stationen haben. Das könnte sich als recht spannend erweisen, aber wir haben ja noch ein ganzes Stück vor uns von dieser Strecke, von daher ja, sage ich, ich baue erstmal fertig und dann schauen wir uns das mal an. So, hier können wir doch eventuell rangehen und nachher noch eine Weiche bauen. Nicht, dass wir das müssten, aber dann würde das Ganze noch im Verbund ein bisschen schöner aussehen. So, und dann haben wir schon dieses Teilstück auch wieder angegliedert. Wir könnten natürlich noch sagen, okay, komm, wir gehen hier noch ein Stück mit. Ja, warum geht das nicht? Wahrscheinlich, weil wir hier zu steil hochkommen. Aber gut, muss ja jetzt auch nicht sein. Wir bringen hier den Bahnhof noch mit Strom in Verbindung. Schauen, wo wir uns hier befinden. Ja, das wird dann... So, und wieder ein Stück Rundkurs fertig. Boah, jetzt muss ich mal schauen. Soll ja nachher so sein, dass wir die Güterlinie auch noch auf die Personenlinie bringen. Also ein bisschen wenigstens. Oh, ich merke auf jeden Fall, das wird ein knackiges Ding. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir im Bahnhof eine Verbindung wiederherstellen, dass wir das Gleis nochmal sehen. Einfach, dass ich auch nochmal eine Orientierung habe. So, ich bin zurück. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Ich habe es wieder rausgeschnitten. Jetzt muss ich schauen, wo wir waren. Puh. Also bei der 32, 33. Wo haben wir die? Wo haben wir die 32, 33? Hier ist die 25. 31. Ah ja, genau. Wir sind auf dem Gleis unterwegs. Fahren hier ein. 31, 33, so, dann möchte ich hier hin, von hier möchte ich dann hier hin, geht das da wieder lang. Dann setzen wir uns mal hier einen Wegpunkt. Hier entlang. Hier lang. Jetzt müssen wir uns auf dem Gleis befinden. Kommen über die Brücke. Fahren auf Gleis 1 ein. Da müssten wir noch nichts haben, oder? Ne, Gleis 1 sollte noch frei sein. Sehr schön.
Gleis 1. Ho, 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 ho. So, jetzt muss ich erstmal kurz für mich ein bisschen denken. Ich werde dafür mal das Mikrofon kurz ausschalten, einfach, weil ich jetzt mit mir selber rede und mir den Plan machen muss. Wenn ich dann weiß, wie der Plan ist an dieser Stelle, wo ich jetzt das Gleis lang führe, dann schalte ich natürlich auch wieder ein. Ja, kleinen Moment. Ich schaue mal, wie ich das jetzt am besten hier löse. Denn ich erkläre euch noch ganz kurz, wir sind jetzt auf diesem Gleis hier und können ja praktisch jetzt hier nur hier lang. Und ich habe aber doch vorhin bin ich ja hier zurückgekommen, bin von hier nach hier gewechselt und bin hier eingefahren. Vorher bin ich ja hier raus. 19. Müsste ja hier irgendwo die 21, genau. Also ich bin hier raus aus der 19 und bin dann hier über rüber auf die 20 und bin dann hier rum und dann komme ich hier zurück und bin hier über die 28 zurück. Das heißt, die beiden Gleise habe ich auf den beiden Schienen belegt. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich hier eine Verbindung nach hier rüben baue. Dafür muss ich hier ein bisschen was abreißen. Ah, das ist ja... Und... das wird spannend. Gut, ich überlege mir das jetzt mal ganz kurz. Bin gleich wieder für euch da. Wie gesagt, ich werde die Kamera dabei bewegen, aber ich werde das Mikro kurz auslassen, einfach damit ich, wenn ich keine Lösung finde, auch mal richtig fluchen kann. War ein Spaß. Nein. Gut, bis gleich. Gut, also ich habe mich entschlossen zu versuchen, dass wir von Gleis 5, also Gleis 1, wenn man jetzt von hier aus geht, Gleis 1, da Gleis 5, wir gehen hier rüber und ich muss gucken, dass ich hier einfach noch ein weiteres Gleis anbinden kann. Ich weiß noch nicht, wohin ich das führe, ob ich das wirklich bis hier hochführe. Mir ist es aber auch primär erstmal wichtig, dass ich jetzt hier rüber komme. Ich habe so meine Zweifel, denn das reicht nicht. Also muss ich wieder einen halben Bahnhof zerreißen, was mich eigentlich schon wieder ein bisschen stört. Aber es geht nun mal nicht anders. Nee, das war nicht das Ziel. Wir müssen auch diese kleinen Stücke rausnehmen. Einfach damit wir hier das zusammenhängende Gleis erhalten und die Weiche bauen können. Genau so. So, wir kommen von hier und wollen hier rüber. Ganz wichtig. 53, na 57, okay, wir fahren aus dem Bahnhof aus. Wir sind jetzt hier drauf, könnten hier dran, das machen wir auch. Und versuchen dann hier hochzukommen, das geht natürlich so nicht. Dann nehmen wir das Gleis weg und das Gleis weg. Und lassen der Schiene einfach ein bisschen mehr Zeit nach da oben zu kommen. Also wir sind jetzt hier drauf. Ah, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich habe hier ja... Ach, schade. Ich habe hier natürlich den Tunnel. Und da kann ich natürlich nicht so tief gehen. Ach, das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen. Natürlich komme ich an dem Tunnel auch hier nicht vorbei. Ach, Mann, das wäre so schön gewesen. Gut, dann wird wahrscheinlich das Gleis hier abgerissen. Erstmal. Ich schaue natürlich, dass ich nachher eine Alternative dafür finde. Die Weiche ein wenig entschärft. So. Jetzt versuchen wir einfach hier rauszukommen. Ja, das geht auch.
kommen natürlich dann auch hier hoch. Das ist schon mal gut. Schön wäre es eben, wenn wir hier jetzt noch irgendwie rauskommen würden. Ach, das geht nicht. Oder? Komm, komm. Sind vielleicht doch hier ein bisschen zu flach. Ah. Schade. Ich wäre jetzt gern noch auf das Gleis gekommen, einfach um nachher hier die Option zu haben, hier auch noch mit dem Güterzug reinfahren zu können. In unserem Güterbereich. Und irgendwie möchte ich das auch hinbekommen. Ich weiß nur noch nicht wie wahrscheinlich. Muss ich wirklich schon weiter vorne ansetzen zum einen, relativ nah hier am Tunnel. Und dann auch wahrscheinlich gleich in die Höhe gehen, gleich ab. Bahnsteigkante, komm jetzt. Komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Irgendwie muss ich da hoch. Was macht das denn? Ja, wir sind schon recht weit weg davon. Ich sehe es ja ein, ich sehe es ja ein. Wenn ich jetzt hier ein bisschen lang an dem blöden Gleis hänge, aber das beschäftigt mich gerade wieder ungemein. Jetzt probieren wir es halt nochmal andersrum. Aber da sind wir da zu tief, da komme ich da nicht drauf, das geht auch nicht. Ach, das ist doch, das ist gerade Mist. Wir werden das Gleis mal auf dem Schirm behalten. Ich setze jetzt erstmal einen Lokschuppen hin, beziehungsweise ist ja kein Lokschuppen, wobei wir könnten dann vielleicht auch an der Stelle einen Lokschuppen platzieren, wobei ich denke, wir kommen da nicht hin, weil er einfach zu breit ist. Probieren wir jetzt nicht. Wir bauen jetzt erstmal, oder wir schauen jetzt erstmal, denn hier oben habe ich ja schon mein nächstes Problem, wobei ich könnte natürlich jetzt sagen, du Güterzug, weil ich bin mir sicher, ich kriege hier keine Brücke drüber. Zumindest nicht sauber, das wird nicht funktionieren. Und was ganz wichtig ist, ich muss da mal speichern. Passt das etwa? Ne, das passt nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gut, dann kriegt der Güterzug jetzt von mir oder hier oben einfach das Gleis zu wechseln. Und wir fahren ja eh in diese Richtung mit derselben Linie. Das ist ja das Schöne an diesem Konzept, was ich hier gerade anwende. Und wir gehen dann hier oben. Muss ich mal schauen. So. 80, das ist okay. Und dann müssten wir hier auch auf 80 und dann gehen wir nämlich hier runter. Das machen wir nicht. So, und da wäre das nämlich mein Vorschlag, dass wir jetzt diese Runde hier lang bauen. Ob wir dann auch hier wieder reinkommen, weiß ich jetzt noch nicht. Wäre eine Option, aber wir haben ja eh Betrieb auf dem Gleis, von daher ist das gar kein Muss, sondern wir könnten auch sagen,
um diesen Tunnel hier einfach auch mal zu nutzen. Das würde sich auch anbieten, denn dann führen wir in dem Fall unsere Linie zurück und vielleicht würde ich sagen, eine Güterlinie langt uns erstmal. Wir bauen dann einfach noch eine zweite, die wir dagegen kreuzen lassen. Ja, ich würde den Tunnel jetzt auch einfach mal bevorzugen. Wir schauen mal, wo wir da hin müssen. Da müssten wir praktisch... Das wäre weit, das wäre weit, das wäre weit. Das wäre weit. Wir sind hier. Das Problem ist einfach, ich möchte gerne auf die blaue Linie, um den Tunnel nutzen zu können. Wenn ich auf die blaue Linie gehe, dann blockiere ich natürlich automatisch ein wenig unsere Rundlinie. Und da wir viele Güterzüge haben... Aber gut, das ist eben im Bahngeschäft normal. Wir müssen halt schauen, dass das relativ... Ja, wir müssen dann hier irgendwo drauf, ganz klar. Und dann haben wir halt dieses ganze Stück auf der blauen Linie, bis wir halt dann hier abbiegen können in unseren Tunnel. Ich meine, die Fahrtrichtung ist dieselbe, das ist jetzt nicht das Problem. Wenn wir da noch ein paar Zwischensignale hinsetzen, dann haben wir eigentlich auch nur diesen Tunnel und das Stück von hier bis hier. Ja. Na gut. Ihr merkt schon, es ist für mich jetzt, glaube ich, nicht so die Ideallösung. Ich hätte gerne was anderes bevorzugt, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. So. Machen wir wieder unseren Bahnhof. Ein bisschen Kurve hier, dass die Stadt noch ein bisschen was bauen kann nachher. Ja, ich denke, das reicht dann auch. Also ich werde das jetzt wirklich so halten, wie ich es eben gesagt habe. Ich mache erstmal die eine Güterlinie fertig. Und nachher... blaue Linie. So, hier bauen wir ein Depot hin, mitten in dem Berg. Das machen wir nachher noch schöner. Ganz klar, aber im Moment muss ich mir jetzt gerade den Kopf machen, wie ich denn am besten jetzt auf diese Linie komme. Ohne, dass es zu extrem ausschaut. Außerdem würde ich gerne hier noch einen Bahnhof haben. Müsste ich aber tiefer gehen. Das wäre hier. Hier der tiefste Punkt, dann würde ich einfach noch ein Stück tiefer gehen. Würde sagen, hier hätte ich gerne noch den eingleisigen Bahnhof. Ach, eingleisig bitte. So, ich bin auch ganz froh, dass ich das dann doch durchgezogen habe heute und die Folge gemacht habe.
werde wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen weiter bauen. Das wird dann Folge 10 sein, weil... Ah, jetzt schauen wir erstmal, ob wir da nicht doch hochkommen. Ihr wisst es, das Spiel hat manchmal diese blöde Angewohnheit. Okay. Dann nicht. Zumindest nicht so. Wir reißen ab. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch ein Stück höher kommen. Ja, das könnte man eigentlich auch machen. Wir haben genug Luft. Um uns noch ein Stück höher mit dem Bahnhof anzusiedeln. Das machen wir ganz einfach so. Das sollte uns schon reichen. Wir könnten eigentlich auch hier schon eingleisig fahren, weil wir wollen ja dann hinten auf die andere Linie. So, das ist ein bisschen höher. Wir verbinden das hier. Geben hier noch eine Option auf Anbauten. Und so, und jetzt muss ich mal schauen, dass ich von hier durch den Wald an unser Gleis kommen. Ach so. Da war ja noch was. Immer noch die Steigung zu groß. Ist fraglich, lohnt sich das Projekt jetzt noch oder wollen wir einfach sagen, okay, wir bauen jetzt da doch die direkte Strecke. Weil das würde halt gehen. Das wäre halt nochmal ein längeres Stück. Ja, wir machen das auch. Ich bringe diesen blöden Bahnhof schon irgendwie ans Gleis. Ich weiß noch nicht wie. Aber da die Steigung auf der Seite ja hier funktioniert, wäre es jetzt schade, den Bahnhof nicht anzubinden. Einfach, weil wir dann wirklich noch mehr Strecke haben. Und mehr Strecke bedeutet für uns auf dieser Strecke einfach, dass wir mehr verschiedene Züge fahren lassen können. Was das Ganze natürlich richtig schön macht nachher. Ich will es aber auch nicht übertreiben mit den Linien hier, sondern ich würde dann wirklich ab morgen in Folge 10 kontinuierlich anfangen, Züge auf Gleis zu bringen. Wie gesagt, immer im 2-3 Jahrestakt. Einfach, dass das Spiel genug Zeit hat, sich an die Veränderungen zu gewöhnen. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Und dann würde ich eben auch entscheiden, braucht es noch mehr Züge an der einen oder anderen Stelle oder braucht es noch mehr Gleise? Wie entwickelt sich alles? Das muss man halt wirklich sehen. Wir haben ja jetzt hier, ich denke mal, 70% des späteren Gleises gebaut. Alle anderen Züge werden dann wahrscheinlich da drüber fahren, beziehungsweise ja, es wird nicht mehr viel neue Strecken geben. Es wird schon noch einiges geben, wie gesagt, S-Bahn und sowas kommt alles noch. Aber das möchte ich dann auch fast alles mit aufs bestehende Gleis bringen. Denn wir müssen ja auch noch Straßen bauen. Hier ist ja noch gar nichts. Und ich möchte dann doch auch LKWs und ein paar Busse haben. Es wird wirklich noch viel Arbeit, die da auf mich zukommt. Und viel Zeit, die ihr noch benötigt wird, um dann auch zu sehen, wie es am Ende ausschaut. So, wir sind unterwegs. Wir fahren hier rein, wir fahren hier rüber. Das sollte sich jetzt ausgehen. Jetzt schauen wir doch mal. Wir sind in... Genau, wir müssen auf jeden Fall noch was machen, denn ihr seht schon, hier hinten haben wir noch gar nichts. Wir haben hier einmal Anschluss, haben aber noch so viele freie Gleise. Das heißt, die zweite Linie wird sich dann primär mit dem Bahnhof beschäftigen und wird diesen hier nur als Durchfahrt nutzen. Wir werden also zwei Güterlinien bauen, das kann ich schon mal sagen. Das werde ich dann in der Folge 10 im laufenden Betrieb aber machen.
also mit normaler Geschwindigkeit, werde ich dann einfach eine zweite Güterlinie morgen erstellen mit den ersten Zügen der ersten Güterlinie, die unterwegs sind, inklusive einer Linie Regionalbahn bzw. einer Verbindungslinie zwischen drei Städten, also zwischen Kleinkeula und zwei anderen Städten. Wahrscheinlich die gelbe Linie, was ja unsere primäre oder erst gedachte Linie war. Nein, war sie nicht. Es war die blaue Linie von Ickingen nach Heinersdorf. Genau, die war das. Unsere allererst besprochene Linie. Allerdings muss ich mir morgen dann auch noch hier Fläche sichern, denn die Stadt wird hier bauen. Ich möchte aber hier nachher noch, ja vielleicht, Art Depot machen. Irgendwelche Abstellgleise, irgendwas. Ihr seht, hier ist auch noch viel Potenzial. Wird sehr spannend. Gut, jetzt wollen wir aber erstmal unseren Zug, unsere blaue Linie praktisch fertigstellen. Wir sind jetzt mit unserem Zug auf diesem Gleis hier unterwegs, hatten praktisch... Ups, jetzt muss ich nochmal schauen. 39,40, genau. Wir sind auf dem äußeren Gleis, setzen jetzt einen Wegpunkt nach hier. So. Dann einen Wegpunkt nach hier. Schön. Nee, noch nicht. Keine Ahnung, warum ich jetzt lang führt. Das war nicht der Plan. So. Setzen hier den Wegpunkt. Zack. Sind jetzt auf dem Hauptgleis unseres Rundkurses. Genau. Da wollte ich ihn lang haben. Fahren praktisch vom Hauptgleis runter, hier entlang. So. Und kommen dann hier an. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben zwei gegenläufige Spuren. Okay. Haben da noch Platz für eine andere Linie und haben insgesamt, ich denke mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23. Also ich würde dann auch sagen, zwischen 20 und 25 Züge können wir dann schon auf der Strecke fahren lassen. Einfach weil wir recht große Abstände zwischen den einzelnen Stationen haben. Und wenn wir das mit Signalen ausschmücken, dann passt das auf dieser Linie auch. So, das ist jetzt Folge 9 gewesen. Wie gesagt, morgen würde ich dann einfach anfangen, auch mal Züge auf die große Güterlinie, ihr seht es, die heute gebaute praktisch, zu setzen. Da freue ich mich dann wirklich drauf, wenn dann hier wirklich Leben beginnt, beziehungsweise auch auf der blauen, anderen blauen Linie. Ich mache sie jetzt einfach mal hellgelb. Ne, da haben wir wieder eine andere gelbe Linie, das ist ja... Dann nehmen wir halt diese Farbe, die haben wir noch nicht. Genau. Denn die blaue Linie wird ja morgen mit einer Regionalbahn befahren und hier lassen wir dann wirklich unseren anderen Zug fahren. Wie gesagt, das ist dann noch einiges an Signaltechnik nötig, auch wegen Abstand. Aber dann wird das, denke ich mal, schon recht gut aussehen, auch wie es hier im Bahnhof unterwegs ist. Und wie gesagt, primär ist das gemacht, um Ressourcen zu sparen. Ob die Linie jetzt Geld einbringt oder nicht, ist mir für den optischen Effekt total egal. Soll halt schön aussehen. Ich bedanke mich für Folge 9, fürs Zuschauen und ja, hoffe, dass ich morgen fit genug bin, Folge 10 zu machen und dann endlich mal Züge auf die Strecke zu bringen. Jubiläumsfolge, dann gibt es daneben auch Züge. Euch allen eine gute Nacht und bis später. Macht's gut.